Playa Papagayo, ja, das ist hier eine Halbinsel. Da unten haben wir ein Golfresort von unglaublicher Größe, ja, und Schönheit. Wir sehen auch hier schon, ja, die Einstimmung auf eine Golflandschaft, ja, und da unten haben wir einen Golf, ja. Und das alles gehört zu dem Resort. Und eigentlich ist ja das in Costa Rica verboten, dass man öffentliche, das sind ja ganze Palmen, Alleen, ja, dass man öffentliche Strände, also Strände gehören hier dem Volk, ja, und das ist da okkupiert bei diesem Resort Papagayo mit einem riesigen Golfresort. Das ist ja agesetzlich, ne? Das heißt, alle Strände müssen öffentlich für das Volk zugänglich sein, ja? Da haben wir Kapitalismus, das Resort, ja? Und dass alle Strände dem Volk gehören und öffentlich zugänglich sein müssen, ja, das ist mehr oder weniger der Sozialismus, ne? Wie ist das jetzt gelöst? Wie ist die Problematik gelöst? Und das schauen wir uns jetzt an. Nasenbeerfrau. Pura vida, señores. Das ist die Lösung. Das Hotel hat mit dem Staat die Vereinbarung. Ja, da müssen wir uns anmelden. Und hinten ist die Busstation. Ja, hier eine Buslinie zu führen für die Besucher eines Strandes hier im Golfresort. Das heißt, alle 15 Minuten muss hier ein Bus führen und die Besucher gratis hinunterführen durch das kapitalistische Golfresort im sozialistischen Bus zum öffentlichen Strand. Das ist die Lösung, liebe Leute. Jetzt noch mal heftig bergab. So spezial wie dieses Arrangement ist, dass wir da durchfahren durch die kapitalistische Welt. Ja. Ich sitze da ganz vorne, gibt es hier keine Tür auf der rechten Seite, kann man nicht aufmachen. Ja. Das ist, ja, Freunde, das ist ja auch ganz besonders. Ja. Das passt ja richtig dazu zum Sozialistenbus. Ne. Weil schaut mal, da haben wir einen VW. Ja. Das ist ein VW. Ja. Der VW-Bus, der ist jetzt noch größer. Ja. Da. Richtiger VW. Ja. Und die Type heißt, bitte schaut euch das an. Ja. Die Type heißt, ja, man glaubt es ja gar nicht, ja, Volksbus. Ja, das gefällt mir wieder. Ja. Da kommt schon wieder alles zusammen. Das ist jetzt der Golf von Papagayo. Ja, da haben wir hier eine Playa. Da ist eine Playa. Da ist die nächste Playa, ja, von da sieht man nicht in die Playa hinein, drum ist eine eigene. Da ist die nächste Playa, da ist die nächste, ja. Und so geht das, ja, auch hier, 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 hier. Und da gehen wir jetzt dann hinunter und da werden wir jetzt mit dem Bus ankommen. Das schaut da alles so Lilliput-mäßig aus, ja, weil das ist eine riesige Gegend. Und in dem Golf haben wir hier ungefähr, ja, so 15 Playas. Da kann man Playa jumpen.